Liebe Investierte, liebe Interessierte, ja, wir sind in der Adventszeit angekommen und damit in einer Phase, die sehr stark geprägt ist, so von Jahresrückblicken und Jahresausblicken. Das ist für Börsianer nicht anders, wobei vielleicht doch ein Unterschied darin zu sehen ist, dass es viele Börsianer gibt, die so ein Jahr als schon einen irre langen Zeitraum betrachten. Zu viele Ereignisse gibt es, von denen man sich im Tagesgeschehen, ich hätte es fast gesagt, im Minutengeschehen, davon beeinflussen lässt. Und deswegen ist es schon ganz gut, auch mal ein bisschen den längerfristigen Anlagehorizont zu haben, um das alles so ein bisschen einsortieren zu können. Dabei muss man allerdings sagen, ein Jahr ist auch nochmal ein relativ überschaubarer Zeitraum. Wenn ich mal daran denke, der letzte vollständige Wirtschaftszyklus begann nach der Lehman-Krise im Jahr 2009 und endete dann eben im Frühjahr 2020, also immerhin 11 Jahre, die wir als Aufschwung hatten. Allerdings kann man eben jetzt sagen, wir sind eben jetzt in einer neuen Phase und die hat eben gerade erst begonnen im Frühjahr 2020. Natürlich in einer Rezession. Ungewöhnlich sind die Ursachen dafür, denn es war eben nicht das normale wirtschaftliche Auf und Ab, was uns in die Rezession hineingebracht hat, sondern es sind die staatlichen Lockdown-Maßnahmen gewesen. Entsprechend tief war die Rezession, allerdings war die Rezession auch ausgesprochen kurz. Warum? Eigentlich könnte man sagen, ist doch alles normal gelaufen. In einer Rezession ist es nun mal so, dass die Staaten eben größere Defizite fahren und dass die Notenbanken eben auch ihre Geldpolitik lockern. Genau das ist hier auch wieder passiert. Der Unterschied ist vielleicht darin zu sehen, dass man eben feststellt, naja, diese Maßnahmen sind ausgesprochen stark ausgeprägt gewesen. Ja, das Ausmaß ist ausgeprägt, aber die Tendenz, die Grundentwicklung entspricht den ganz normalen Abläufen. Insofern, weil das so ausgeprägt war, war die Rezession auch sehr kurz. Es waren ja eigentlich nur wenige Monate. Wir sind inzwischen auf einem Niveau angekommen, was je nach Land, je nach Währungsraum ungefähr auf dem Niveau ist, was wir vor Corona gesehen haben. Wir haben also den ersten Rückgang hinter uns gebracht. Das heißt aber nicht, dass es endet. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung uns noch bis Ende des Jahrzehnts begleiten wird, ohne mich bitte da auf ein Jahr genau festlegen zu lassen, aber dass uns der grundsätzlich weitererhalten bleibt. Wir sind jetzt in der anfänglichen, in der jungfräulichen Phase, die haben wir hinter uns gebracht und kommen jetzt so langsam so in die mittlere Phase hinein. Die mittlere Phase ist dadurch geprägt, dass die Staaten immer noch Defizite machen, wenn allerdings auch nicht so in dem Ausmaß wie vorher. So etwas werden wir in 2022 sehen. Die Phase ist außerdem geprägt dadurch, dass die Notenbanken immer noch relativ locker sind, wenn auch nicht mehr so locker, wie wir das zu Beginn gesehen haben. Und wir stellen es eben fest, wenn die Notenbanken ihre Anleihekäufe reduzieren, dann ist das schon mal eine Reduzierung, aber eben keine Eliminierung. Und vor dem Hintergrund können wir eben feststellen, naja, sie werden weniger locker, aber über Zinserhöhungen haben wir nun noch gar nicht gesprochen. Die werden vermutlich im nächsten Jahr auch beginnen. Also insofern, diese mittlere Phase hat jetzt begonnen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass langsam Investitionen auch in die tatsächliche Wirtschaft zu einer Alternative werden, während bislang eben die Investitionen in der Finanzwirtschaft eigentlich nahezu alternativlos gewesen sind, ohne eben die Konkurrenz mit der tatsächlichen Wirtschaft und den dort erzielbaren Renditen. Mittlerweile wird das langsam konkret werden, dass man auch in der tatsächlichen Wirtschaft reale Renditen und gute Renditen erzielen kann. Und das sorgt dafür, dass der Schwung für die Finanzmärkte nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden ist, wie er vielleicht bislang der Fall gewesen ist. Dennoch, es sind nach wie vor gute Chancen da und es ist nach wie vor Rückenwind da. Es kann vielleicht auch nochmal dazugefügt werden, dass wir ja ein ausgesprochen gutes Börsenjahr hinter uns gebracht haben. Und wenn das so gut gewesen ist, wie das in 2021 der Fall gewesen ist, sagt die Statistik, dass wir üblicherweise auch nochmal wiederum ein gutes Jahr bekommen werden, wenn auch nicht notwendigerweise so gut, wie es im Vorjahr der Fall gewesen ist. Also ich schaue durchaus positiv in die weitere Entwicklung. Ich sehe durchaus weiterhin positiv weitere Chancen. Wir werden es sehen. Für heute darf ich mich ganz herzlich für Ihre Treue bedanken. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für das Miteinander, was wir im vergangenen Jahr hinbekommen haben.
Es bedeutet für mich eine große Verpflichtung für das, was im neuen Jahr passieren wird. Ich schaue positiv da hinein. Ich wünsche Ihnen jetzt eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Alles Gute im neuen Jahr. Da freue ich mich auf mehr.